Mike, was tust du da? Ich suche ganz verzweifelt ein paar Harmonien. Wir hatten da ein Lied. Die wahre Geschichte zu diesem Lied, die werden wir erst viel später einmal erzählen. Aber der Titel heißt Kiss My Ass Less. Ja. Und das ist, ein, wie man ganz eindeutig hört, ein so von der Jazzharmonik geprägter und beeinflusster Titel. Ich habe jetzt gedacht, du wirst sagen, das ist ein frauenfeindliches Lied. Das ist jetzt nicht wirklich frauenfeindlich. Nein, das ist es nicht. Das ist einfach eine Abrechnung mit einer Frau, die mir dir fehlen die sagen, Worte jetzt, gell? Du bist ein bisschen auf der Seife. Die mir nicht so ganz wohl gesonnen war. Und um quasi unsere Geschichte zu erzählen, habe ich dieses Lied geschrieben. Eine musikalische Abrechnung? Eine musikalische Abrechnung gewissermaßen. Okay. Wie geht's? She crawls to the big wigs and kicks down at us. In one word, the lass in the house. Oh, kiss my ass, lass. Kiss my ass. Kiss my ass, lass. Or else I kick yours. Or else I kick yours. Or else I yours. Ah, da habe ich noch einen Schluss gehabt, gell? Ja. Mach schön. See you next time on Behind the Scenes.